mein Onkel war mit mir. Der war so ein älterer Mann. Und der hat mich sofort gefragt, woher kommst du denn und so. Ich habe gesagt, aus Goražde, Vitković. Wo arbeitest du in Azad? Kennst du Enisa Šukić? Ja, das ist meine Sekretärin, ich habe gesagt. Aber nur Telefonnummer ausgetauscht. Also eigentlich nur freundschaftlich, also. Und dann Telefon läutet. Und die eine sagt, ich habe gesagt, ja, hallo, so. Sučeska ist auf die andere Seite. Wer? Sučeska. Ich kenne nicht. Ja, ich habe dich in Istanbul gesehen. Da ti kažem da imam jaretine danas. Meine Eltern machen das jetzt seit 20 Jahren, eigentlich seitdem ich auf der Welt bin. Ein Familienbetrieb halt. Die meisten Leute, die das hängen, den Fleisch, die grausen sich gleich. Aber für mich ist das irgendwie ganz normal und selbstverständlich. Also ich habe schon immer mit dem was zum Tag gehabt. Und es ist eigentlich auch mein kleiner Traum gewesen, kleiner, großer Traum, sagen wir so, dass ich auch selber sowas auf die Beine stelle. Das ist auch passiert. Ist die Zeit so schneller vorbei? Wie haben wir gesagt, wie schafft man schon? Wie haben wir nur Bauspar, paar tausend Schilling und er hat Abfertigung gekriegt von Stiegelbrauerei. Aber das alles, wie haben wir verdienen wegen der Arbeit? Bin ich schon bekannt, die Österreicher weiß schon über das ist gut. Sučeska, ach, Čevapčići von Sučeska ist gut, der beste Čevapčići. Ich kenne schon, das reden Österreicher schon, dass ich wollte, das bin ich froh. Ich liebe arbeitet mit Kunden und er will nicht viel mit Kunden, er immer schicken, gehst du. Er will mehr so hinter die Kulisse arbeiten. Aber bin ich auch sicher, dieser Typ, ich wollte das. Wie machen wir alles selbst? Er macht die Fleisch, er macht Čevapčići, Pljeskavica, so Suđukice, Käsekrajina und ich mache noch Fleischstrudel. Wenn ich war bei meiner Mutter, sie sagt, wie kannst du heiraten, du weißt nicht eine Strudel machen selber. Und ihr sagst, schaust du jetzt verkaufst Fleischstrudel. Jeden Freitag, Samstag stehe ich um 4 Uhr in der Früh. Dann hole ich die Lehmer frisch, dann gehe ich fahre ich Talgau draußen, wo wir eine Grillstation haben, grille ich die Lehmer und inzwischen nehme ich die Bestellungen an. Wenn ich da komme, dann schneide ich das, also dem Kilo, dem zwei, dem halbe Kilo, das wird manchmal sogar noch eine ganze oder zwei ganze. Eine Imbiss haben wir da auch in Alpenstraße, wo wir unsere Produkte praktisch verkaufen, also direkt. Unser Sohn arbeitet draußen da.
Alles, von was betrifft Fleisch und die Gerichte, was von Rila kommt, das ist von uns da hier. Seit einem halben Jahr habe ich das eröffnet mit meinem Vater. Und wir machen halt, wir bieten Cevapcici an. Das hat mein Vater halt selber experimentiert, jahrelang, bis er das rausfindet, das richtige Rezept. Ab 2000 er angefangen mit Cevapcici und probieren. Ich war schon von dem dritten Rezept, was er hat gemacht, bin ich schon zufrieden. Er hat das überall gejagt, ist zu verschiedenen Restaurants in Bosnien gegangen, hat überall Tipps geholt und hat sich dann selber sein eigenes Rezept zusammengestellt. Das dauert so 2-3 Jahre, dass er hat immer was, bisschen weniger, bisschen mehr, bisschen das. Es ist nicht so großer Unterschied, aber das ist, er wollte ganz genau, dass es perfekt sein. Das ist jetzt seit 20 Jahren das Gleiche und das wissen halt nur ich, meine Mama und mein Vater. Wieder geschaut, wie wäre das möglich, da irgendwas aufmachen und so. Und dann habe ich bei Stiegl aufgehört und das erste Lokal in Maxland aufgemacht. Und das war ein Imbiss mit Lebensmitteln. Also die Produkte waren damals aus Ex-Jugoslawien praktisch Heimwehprodukte. Die Lebensmittel praktisch alles, was von uns damals schon bekommen kannst. Das war schon die Firma nach dem kleinen Krieg. Die haben einfach angefangen zu importieren, die Ware von unten und so. Ich komme aus einem Bauernhof. Das war bei uns auch traditionell. Ende November, Anfang Dezember. Das ist die Vorbereitung für Winter. Manchmal bei uns kommst du nichts raus, das Schnee war 2 Meter. Das kann man schon nennen als Biowurst praktisch, weil da ist hier keine irgendeine Zutat, keine Geschmacksverstärker oder irgendwas. Das ist hier reine Fleisch, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und dann jeden zweiten Tag ein bisschen Rauch. Warte. Das dauert 3 Wochen zum Beispiel, da wir 3 bis 4 Wochen kommt drauf an vom Wetter, dass die fertig sind. Cevapcici und Lammfleisch oder Spanferkel, das ist bei uns so immer. Wenn Sie zum Beispiel durch Kroatien, durch Bosnien, durch Serbien fahren, neben Straße ist ein Restaurant, gleich neben der Straße eine so Grillstation, wo dreht sich Lamm oder Spanferkel oder irgendwas. Das ist Hauptgericht. Bei uns war so ein Sprichwort, wenn du brauchst nur nichts fragen, welches Gasthaus ist gut. Du brauchst nur sehen, wo LKW Parkplatz vor dem Gasthaus ist voll, dann ist die Essen gut. Ja. Und die Leute, die sind immer unterwegs und die kennen das. In Salzburg, 4 Familien kommt aus Rovetz, das ist aus meiner Stadt. Die kenne ich von früher und die kenne ich immer noch und wir sind Freunde sowieso. Viele durch die Arbeit auch kenne ich, aber auch bevor ich das aufgemacht habe, habe ich viele kennengelernt.
Aber die andere Familie aus Bichatsch, aus Tuzla, aus Vornik oder was ich weiß. Die meisten, die sind damals gekommen, von 68 bis 73, ist die meisten Leute hier in Westreich, Deutschland, so hier gekommen. Und die sind schon jetzt praktisch alle, die gehen schon langsam in Pension. Aber viele sind 1992 gekommen als Flüchtlinge aus dem Krieg weggeflogen. Da das Krieg schon in Kroatien ausgebrochen, Slowenien schon war fertig, in Kroatien aufgebrochen und ja, in Bosnien war so gespannt, das könnte heute oder morgen Krieg sein. Jeder hat gedacht, na, bei uns ist nicht, aber das ist 100 Kilometer weit weg. Aber jeder denkt, na, wie zusammenleben, warum? Er sagt, kommt Krieg, Lydia. Ich habe gesagt, nein, Gott ist es. Da oben ist Božica, es ist eine Orthodoxin. Hinter mir ist eine Kroata. So, wir leben immer, noch immer zusammen, Kaffee trinken und begrüßen, alles. Zum Beispiel Visegrad ist Stadt von uns 38 Kilometer. In Visegrad ist Krieg, die Flüchtlinge kommen schon, erzählen uns Geschichte, das gibt Tote und so. Und die flüchten bei uns. Überlegst du, was ist so, soll ich warten oder für was soll ich kämpfen? Oder bin ich bereit, Maschinengewehr nehmen und jemanden umbringen oder so? Dann haben wir gesagt, geh mal wieder auf Seite irgendwo, bis das vorbei ist. Das haben wir nie gedacht, dass das so im 20. Jahrhundert so ein Krieg und so brutal Krieg sein. Das ja, dann haben wir gedacht, gehen wir zuerst in Sarajevo. Sarajevo ist Hauptstadt, vielleicht auch kommt nichts. In Sarajevo ist schon, du spürst, das Krieg ist da. Und um 5 Uhr Abend, 17 Uhr in Abend, ist, wir sind bei die Bahnhof gekommen und wo kann man Ticket kaufen? Sagst, das ist der letzte Zug nach Kroatien. Wer will gehen, wer will nicht, es ist der letzte Zug. Und dann, wie haben wir so mit Zug weggefahren? Bis zu Bichatsch. Und das ist über die Sava, über die Brücke geht nichts mehr. Da sind wir ausgestiegen. Wir haben schon gehört, dass die Leute gehen mit Flugzeugen weg nach Serbien. Und dann gibt es einen großen Militärflughafen. Und dort, wir sind 2 Tage, 2 Nächte im Flughafen. So. Und dann, wir sind nach Belgrad gefahren. Und von dort hin, auf die Grenze bis Ungarn. Und ja, die Polizei hat uns befohlen raus, die Männer darf nichts verlassen, dieses Land. Frauen kann schon gehen. Wir waren zum Viertel, also ich und meine Frau und eine Freund von mir und seine Frau. Da muss man aufsteigen und da sind wir 2 oder 3 Wochen geblieben. Ja, da sind wir mit einem Bus Richtung Wien gegangen. In Wien, wir sind ohne Schilling. Die Bruder von meinem Mann ist in Deutschland, in Wetten. Und dann, wir haben ohne Karte so fahren und dann jede zweite Haltestelle kommt die Kontrolle und sagt, bitte weg von Zug. Es ist nicht wie jetzt. Jetzt ist viel mehr organisieren. Das ist auch eine Zeit, dass die was Neues passiert in Europa. Und dann, wir sind 5. Mai, 92. um 5 Uhr in der Früh. Bei der Grenze Salzburg-Fralassing. Bis 5.5. kannst du ohne Visum nach Deutschland fahren, die Jugoslowen. Und der Platz war da. Und der Freund hat später Schwarz irgendwie geschafft, über die Grenze in Deutschland zu seiner Schwester. Aber dann, nach einiges Jahr, der muss wieder zurück in Bosnien und der ist jetzt in Bosnien zum Beispiel. Nach Deutschland war damals keine Arbeitsbewilligung, sondern nur die Duldung. Und sobald Krieg war, zum Ende, ein Jahr nachher, glaube ich, die sind alle wieder zurück. Außer bestimmte Berufe, Ärzte könnte bleiben, also Krankenschwestern, solche Sachen, die Leute schon brauchen.
Zuerst bin ich in Hotel Winkler gekommen und dann Hotel Winkler war ganz voll und sagt zu uns, ja, jetzt muss neue Halle offen für Flüchtlinge, das ist eine Riedeburg-Halle. Ich habe nie gewusst, wo ist das, was, wo bin ich. Wir sind in eine Kombi gesessen und zum Riedeburg-Halle gefahren und dort. Ich kenne nur meinen Mann. Die alle anderen, ich habe auch kennengelernt. Jede Abend, das Hunderte höre bei die eine kleine Radio. Ganze Nacht höre ich, wo was war, was ist dort passiert. Und so wartest du, ja, jetzt reagiert Europa, Amerika, und gesagt, stopp, hallo, geht das nicht anders. Aber es dauert und dauert und ja. Viele Leute sagst, wir müssen nach Hause zurück. Ich habe gesagt, ich muss auch, aber ich glaube, das ist nicht so leid. Dass wir sind so, Krieg ist sicher schneller vorbei. Nein. Zuerst, ich habe auch gedacht, es ist nur 2-3 Monate, wir sind alle zurück. Nach den 2-3 Monaten, ich habe gesagt, wir müssen neu anfangen. Und dann langsam mit Österreich habe ich viel Kontakt. Meine erste Arbeit war bei Paul Horst. Er hat eine Strickerei in Moorstraße. Dort habe ich das erste Mal auf die Kettenmaschine gearbeitet. Zuerst habe ich langsam, ja. Aber zweiter Tag besser und dann planieren, was ich muss nach Hause schicken und so. Aber wir haben keinen Kontakt mit Familien. Erst nach dem 1,5 Jahren, ich habe ersten Kontakt. Meine Familie glaubt, das bin ich tot. Hat keine irgendwelche Nachricht von mir. Mein Sohn hat erste Zähne gekriegt, wenn ich mit meiner Mutter habe geredet. 1,5 Jahre, dass ich weiß. Wenn ich sage, Mama, ich habe schon ein Kind. Und dann, wie muss einen Kredit nehmen, dass die unten Familie unterstützen. Meine Mutter immer gesagt, mein Gott, Kind, schickst du nicht Geld. Dort ist alles zu teuer. Das ist in Kriegszeit zum Beispiel ein Kilo Salz kostet 100 Mark. Ein Kilo Mehl kostet auch 100 bis 200 Mark. Die Halle, wo wir waren, in Leopoldskron, das ist die gleiche Geschichte. Wir haben eh einmal bereiten ein Abendessen für die Leute da. Ich und Lydia und so. Mit einem Mann, mit einer Junge, ich habe geredet, Vater, Mutter ist in Kairo. Bruder ist in Irak. Er war in Türkei, so 6 Monate mit Bruder. Mit einem Bruder ist er hier gekommen. Die ganze Familie ist irgendwo weg. Wie viele Jahre muss so vorbei, dass es wieder zusammen ist? Es ist Katastrophe. Das ist genau gleich. Ich habe jetzt manchmal mit den Leuten also unterhalten wegen dieser Flüchtlinge, was jetzt kommt. Ja, warum so viel Männer flüchten, warum nichts kämpfen da unten? Dann frage ich ihn, bist du bereit, jemanden umbringen? Bist du bereit, nehmen eine Maschinengewehr und jemanden schießen? Aber die Leute verstehen nicht, du, ja, das ist, erst musst du das Krieg erleben, dass du das verstehst. Weißt du, das ist. Und wie das schnell geht. Wie gesagt, 30 Kilometer von mir, Leute, du bringst sie eine gegen die andere um und du siehst, jetzt gibt's nichts, glaubst du nichts. Das für gar kein Land im Krieg sind. Also ehrlich gesagt, für keinen Politiker und so, das ist alles Blödsinn. Die Menschen haben ja die Grenzen gemacht. Und egal, wo ein Krieg ist, ich werde auch weglaufen, weil
ich will keinen töten und ich will nicht getötet werden, weil ich das Leben liebe. Als Flüchtlinge, da haben wir im Hobbykeller, war das beim Herrn Erich und bei der Frau Adelheid, die haben das ausgeräumt und wir haben uns da eingerichtet und da haben wir eigentlich super gelebt. Mein Vater hat da immer gegrillt davor, mit Dilemma schon gegrillt, also damals, und hat immer so Veranstaltungen gemacht mit Freunden, weil es mehrere Flüchtlinge gegeben, die sind gekommen. Und ich habe halt immer gespielt an der Kirchenmauer, kann ich mich erinnern, bin immer hin und her gelaufen. Meine Mutter hat das nicht immer so klasse gefunden, aber ich weiß nicht, ich bin da immer hin und her gelaufen. Ich habe am Anfang nicht immer so viel gehabt, aber meine Klassenkameraden haben nicht darauf geschaut. Aber dann am Ende habe ich dann mehr gehabt als sie, weil es gut gelaufen ist im Geschäft. Ich habe zuerst Bosnisch und dann erst Deutsch gelernt. Ja, am Anfang wollte ich nicht. Ich habe es halt schon verstanden, aber ich wollte einfach nicht mitmachen. Deshalb haben sie mich zurückgestuft in die Vorschule. Da hast du halt das Alphabet gelernt und dann bist du halt weitergegangen. Ich bin ganz gut aufgenommen worden. Es waren auch ganz viele Ausländer bei mir in der Klasse. Von überall sind sie gekommen, aus Jamaika, Türkei, Albanien, Jugoslawien, aus Ex-Jugoslawien. Aber ich habe mich mit jedem gut verstanden. Im Sommer denke ich mir, boah, jetzt, ich will wieder nach Bosnien, weg von Salzburg. Aber schon nach einer Woche kriegst du Heimweh und willst wieder zurück. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben, weil da meine ganzen Freunde sind, meine Familie ist. Weil ich klar war, bin ich mit den Eltern abgefahren, aber mittlerweile fahre ich alleine. Ich mache eine ganze Tour durch Bosnien, aber bis zum Meer, bis zu Montenegro, nach Budva und durch Mostar wieder zurück, da ist immer Cevape. Und dann nach Banja Luka gibt es hübsche Frauen. Und durch Sarajevo und Zenica besuche ich auch oft. Da ist immer Fußballspiel, das ist das Stadion. Ja. Salzburg ist eine schöne Stadt, große Stadt, aber kleine Stadt. Und brauchst du kein Auto auch. Und dann in die Czarsia, wie heißt die Innenstadt, ist ungefähr gleich. Das ist wie Sarajevo. Das ist meine Lieblingsstadt. Also, weil alles so nah beieinander ist, die Leute sind auch super. Also mir taugt es davon und ich werde da mein ganzes Leben verbringen. 23 Jahre bin ich da hin. Und früher, ja, hast du Heimweh und dann gehst du Wochenende schnell und schaue ein bisschen. Und damals haben wir immer gesagt, fahr mal nach Hause in Bosnien. Jetzt ist es umgekehrt. Also jetzt, wenn ich eine Woche in Bosnien bin, dann sage ich, fahr mal nach Hause. Das heißt, Salzburg. Was ist anderes? Hier ist viel Kirche, in Sarajevo ist viel Moschee. Ja, das ist ein Unterschied, ja. Yeah.